Wupp, wupp. Oh, schade. Morgen früh verschwindest du. Gern geschehen. Boah. Boah. Hör mir zu. Wenn du genau das tust, was ich sage, bringe ich dich hier raus. Was? Ich will dich retten. Ich helfe dir zu entkommen. Wieso hilfst du mir? Weil es das einzig Richtige ist. Du brauchst einen Piloten. Ich brauche einen Piloten. Boah. Boah. Kannst du einen TIE-Jäger fliegen? Ich kann alles fliegen. Gut, dann auf zum Hangar. Du darfst mich auffallen oder so, ne? Nee, ich bin auch ganz unauffällig. Ich laufe nur hinter dir her. Achso. Ey, du hast ganz schön Eierschädel. Ich fühle mich auch gar nicht gut, ey. Mein Kopf brummt. Warum ist dein Kopf eigentlich klein? Ach, ach, weil du rangezoomt warst. Okay, das macht Sinn. Warte. Der Kopf schrumpft einfach, wenn man ranzoomt. Das ist auch interessant. Oh. Okay, hoch, links, rechts, runter. Hoch, links, rechts, runter. Boah. Hilfe, ich bin ein Gefangener, dieser Klonsoldat, nee, ist ja kein Klon, dieser... Ich kann ja einen Alarm betätigen. Dieser Soldat will mich... Was, wo können wir das Alarmsystem deaktivieren? Was? Der hat irgendwas gesagt, wir können das Alarmsystem deaktivieren. Wer hätte gedacht, dass wir mal auf der feinen Leiste die Knöpfe drücken, ja? Hm. Wir drücken jetzt die... Das heißt, der Rest wird ein Spaziergang, ja? Ja. Nicht ganz, geil. Aber zumindest können sie keine Verstärkung rufen. Ja. Oh. Und wir sind dabei nicht aufgeflogen. Weißt du, was das heißt? Das heißt, wir können jetzt... Wir kriegen einen Bonus. Oh, das könnte sein. Und wir dürfen jetzt ballern, ohne dass direkt Verstärkung kommt. Aber ich dachte, wir wollen voll Stealth machen und unauffällig bleiben, Mann. Ey, ihr da. Ich werde hier gegen meinen Willen gefangen gehalten. Ich finde das nicht gut. Stehst du? Ich aber da mittendrin stehe mit diesem selbstgefälligen Blick, dieses. Okay, keine Feinde mehr hier, oder? Ich bin aber der schlechteste Han Solo-Verschnitt, den es gibt. Aber eigentlich schon mal Jedi. Fangfrage natürlich. Nein, das hört nicht mehr auf. Ich will hier raus, der Mann stöhnt die ganze Zeit. Bring den Gefangenen zu den Zellen. Los, Bewegung. Wie sollen wir an den Wachen vorbeikommen? Ich lass mir was einfallen. Siehst du den Offizier, der durch die Tür links geht? Nee. Ich schätze, dort finden wir vielleicht passende Kleidung. Wo bist du? Guck dir mal seine Waffe an. Guck dir mal seine Waffe an. Hallo, wo bist du? Hier ist eine Sackgasse. Also, siehst du hier braucht man dich, guck mal hier. Ja, guck dir mal die Waffe von dem Typen da an. Ja, aber hier braucht man dich. Ja, siehst du das hier in meinem Kopf? Okay, ja. Leute, ihr seht's ja guck auch, mal ne? Hier. Da, du kannst da was machen. Da oben. Ihr seht ja, was mit seiner Waffe passiert. Da. Da ist ein Minikit. Warum interessiert dich das nicht? Guck ja, dir ein Minikit ist, Junge. Guck dir doch die Waffe. Scheiß doch mal auf die Waffe. Guck doch aufs Minikit, Junge. Das ist ein Minikit. Ich merke schon, wir haben unterschiedliche Prioritäten auf jeden Fall. Siehst du, da ist ein Minikit. Ja, okay, ja, scheiß da drauf, dass die Waffe von dem Typen Dinge macht, die sie nicht tun sollte. Holen wir uns das Minikit. Wo bist du denn überhaupt? Ja, immer noch da, wo wir eben waren. Keine Ahnung, wo du hingegangen bist. Deswegen komm halt gefälligst hierher. Ah, da bist du. Ich bin Gefangener, ich werde hier gegen meinen Willen festgehalten. Ah, hier. Hallo? Na, Leiter. Ich kletter mal hoch, obwohl ich Handschellen anhab. Ich kümmere mich mal hier um den. Hallo? Jemand hier? Ich mach hier mal was. Ich glaube, ich bin im Pausenraum gelandet. Hoch, rechts, links, hoch, hoch, rechts. Keine Ahnung, was ich hier mache, aber ich habe einen Code eingegeben. Also ich zerleg gerade die Bordküche. Oh, ich hab... Ich hab hier Druiden gestartet. Ach, das sind diese Trainingsdinger oder was? Ja.
Also ich finde es gut, dass du unbedingt da hoch wolltest. Du warst ganz geil darauf, da hochzukommen und jetzt bist du nicht mal hier. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Hier gibt es ein Terminal, das kann ich... Das zerlegt gerade deren gesamten Pausenraum hier. Das ist gut, dass du da tust. Ja, dann können sie nämlich keine Pause mehr machen. Ja, ist so. Man ist ja nicht ausgeruht und... Ohne Kaffee sind sie unglücklich. Ah, wir müssen so... 5. Ja, das war so ein Bild, wo so ein erster Ordnung-Truppler drauf war. Die müssen wir, glaube ich, alle kaputt machen. Wer schießt die alle? Ich gehe durch die Lüftungsschächte. Mach das. Richtig stealth. Ich hab die Karte. Zack, zack. Ich steck die Karte jetzt rein. Boah. Ah, guck mal, oder nicht? Wir müssen in den Teiljäger da drüben. Und was machen wir jetzt? Weiter als warum müssen wir eigentlich in den? Kommen, hab ich nicht gedacht. Okay, wir kommen hier raus. Ach, weil der Abflug bereit ist, stimmt. Ah. Sie versuchen zu fliehen. Was? Ja, ich hab keine Ahnung. Ah, nee, jetzt können wir nicht mehr zurück. Toll. Du hattest da noch was du hättest machen können. Aber du bist ja woanders lang. Ja, aber du hast doch die Tür geöffnet. Ich bin hier oben im Lüftungsschacht. Können wir nochmal zurückgehen? Nee, können wir nicht. Hallo. Hallo. Nee, können wir nicht. Niemand hält einen hier auf. Was ist denn mit euch? Was ist denn los mit euch? Aber jetzt reicht's mir. Jetzt tue ich nicht mehr so, als ob ich der Gefangene wäre. Jetzt gibt's aber gleich ein so Stressbrett hier. Hast du das gesehen? Ich den weggebumst hab. Bam, und wie es ein so Stressbrett gibt. Also richtig. Boah. Lass ich mir nicht gefallen hier. So. Ich zerleg euch alles. Ich zerleg euch alles und baue es wieder zusammen, ihr Schweine. Ah. Boah. Guck mal hier, da kann man... Habt ihr mir den Falschen angelegt? Da kann man eine Pilotenuniform anziehen. Ah! Aha. Ich spreng hier alle um! Okay. Ich baue hier mal wieder was. So. Ich werde mich tarnen, keine Angst. Das ist Pilot. Yes. Hey, genau meine Größe. Jetzt erkennt mich hier keiner mehr. Hey Kollege. Was ist denn da hinten noch? Hey du. Okay, da kommt man so nicht hin. Oh, wo bin ich denn hier? Ich habe mich erlaufen. Ich muss raus. So, ich bin draußen. Ah, da vorne ist noch irgendein Minikit. Oder irgendwas anderes. Ah, da brauchen wir nie. Scheiße. Okay. Ja, das ist mies. Okay. Ah, das bist du. Warum ist dein Kopf mehr? Du hast bei dir einen Helm auf und bei mir nicht. Ich hab ne Glatze. Find ich gut. Habe ich, wenn ich ranzoome und mein Kopf kleiner wird, habe ich dann einen Helm bei dir auf? Weiß ich nicht. Wo bist du denn? Ich bin hinter dir. Ja. Ja. Geil. Finde ich gut. Das Spiel kommt nicht so richtig drauf klar. So, ich glaube, wir haben hier... Mara Jedi, gerade so. Das auf jeden Fall auch, ja. Aber wir haben ja auch alles zerlegt. Bis sie den wieder fit haben, dass sie damit wieder in Angriffskrieg starten können. Ach, da dauert es ein paar Jahre. Oh. Was ist denn hier? Du hast hier noch Gegner übersehen. Spawnen hier nicht die ganze Zeit neu? Nein. Bei Ende und so. Haha. Aber ja, Finn, warum nicht? So.
haben wir denn hier? Müssen wir irgendwas machen, damit wir da. Sobald wir diese Kabel getrennt haben, sind wir hier weg. Wir fliegen irgendwas mit Kabel können. Nein, wir können da nicht wieder hin. Dieser Droide hat eine Kabel direkt zu Luke Skywalker führt. Skywalker? Hast du die Dinger hier wieder aufgebaut? Ja, teilweise. Warum? Naja, weil das ja auch Geld gibt. Ich habe jetzt hier, glaube ich, das Ding mit. Habe ich das geöffnet oder hast du irgendwas gemacht? Ich war das gerade. Achso. Moin, Chef. Das Ding geht voll ab. Yeah. Ist klar, ne? Das ist nicht gut. Geht voll ab. Bester Pilot. Geht voll ab. Er war der beste Pilot. Niemand konnte das überleben. Nein, Po. Komm. Gib die Hoffnung nicht auf. Er wird schon noch kommen. Wer es auch ist, auf den du wartest. Sag mal, ich war hier gerade Currywurst am Zubereiten. Hier ist ein Speeder. Erste Geschäftsordnung. So, erstmal das Wichtigste. Haben wir wahre Jedi? Gerade so. Und wir waren so knapp dran vorbei, ey. Ich hab echt... So knapp. Ich hab nur 307 Millionen gekriegt. Wir hätten, glaube ich, irgendwie eine gebraucht oder so. Gefährliche Arbeit. Ja, aber im Unerkannt war. Bestimmt. Keine Ahnung. Kein Minikit. Ne. Aber wir haben Finn freigeschaltet. Wow. Und Finn ohne Helm. Mensch. Und den Flammentruppler der ersten Ordnung. Okay, wow. Können wir kaufen. Und den Offizier können wir kaufen. Ja. Mit ihren komischen, hässlichen Helmen. Die aussehen, als wären sie irgendwelche Elbenhüte oder so. Ja, die erste Ordnung Helme sehen wirklich so komisch aus. Die erste Ordnung allgemein ist ganz komisch. Frage ich mich, wer sich das ausgedacht hat, ey. Ja. So. Gen Z. Die Gen Z. Nach Nima. Aber zuerst muss ich noch was erledigen. Ich muss auch noch was erledigen. Schade, dass der nicht kacken kann. Stell mal vor, der würde so hier rumpetzen und dann kackt er immer wieder so. Also im Prinzip können wir jetzt hier genau. Oder können wir jetzt auch andere. Ah ne, wir können jetzt auf alle Charaktere zugreifen. Okay. Die Frage ist, müssen wir das? Nö. Gut. Dann machen wir die nächste Mission. Wir wollen euch ja nicht hier. Ach. Gesundheit. Wir wollen euch ja nicht hier endlos lang aufhalten mit. Mit dem Gestöhne. Ja, den Vogel kann man. Ja, der Vogel macht den Vogel kaputt. Ja, ja, mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt. Los! 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 Sag mal! Könntest du mir auch helfen? Nein, ich bin auch schon dabei. Ich bin nur ein Truppler der ersten Ordnung, ich kann das nicht so gut. Boah. Ah! Alter. Alles muss man hier selber machen. Ah, ah ja, nee. Die hat ja gar keine Fernkampfwaffe, ups. Egal. Boah. Den haben wir erwischt. Ja, General Grievous. Ich mag deinen Kopf. So, ich gehe jetzt da rein, starte die Mission. Hol ich noch. Nein, ich bin die Waffenmeisterin. Ich bin General Grievous, ich bin eine Waffe. Meister. Was macht ihr denn hier? Verzieht euch in meinem Sternzerstörer. Zuerst wirst du mir beim Schrottsammeln helfen. Anker Platt wird beim Handeln immer wählerischer. Das muss sein, sonst habe ich diese Woche nicht zu essen. Und dann bin ich dir keine große Hilfe. Essen. Ja, essen. Vielleicht kann ich etwas bauen, um zu diesem Schrott zu gelangen. Kann Ray das? Ah ja, Ray kann das. Wo war nochmal dieses Menü? Ich
kann das, ey, du machst mich fertig. So, ah, hier ein Netzwerfer. Ich kann da nicht hochspringen. Das musst du tun. Yes. Kümmer du dich mal um den Kram, der hier am Boden ist. Ich kümmere mich um alles, wo man ein bisschen Jump'n'Run-Shit machen muss. Wenn ich etwas baue, komme ich vielleicht hin. Gleiter brauche ich dafür. Ui. Okay. Jetzt kann man da runterstoßen oder was? Yes. Hilf mir das irgendwie weiter? Hier musst du was machen. Ich habe ja was freigearbeitet. Ah ja, ich kann ja was bauen. Ah, das ist einfach nur ein Trampolin, mit dem ich hier hochkomme. Okay. Scheiße, hier musst du was machen. Wo? Hier. Ich habe hier so ein Trampolin gebaut und da musst du drauf springen und dann musst du da hoch und dann musst du den Shroot sammeln, der da oben ist. Wo? Der Shroot, verstehst du? Ja, du musst genau auf die andere Seite von der Room. Da links. Ja, genau, da oben kannst du dich ranziehen, okay. Aber ich kann da nicht hochspringen. Kannst dich aber ranziehen? Ja, ich kann mich ranziehen, aber mehr auch nicht. Echt jetzt? Ich muss so irgendwie gehen, weil da oben. Ich komme da ja nicht hin. Ich habe ja keine Pistole. Ja, aber ich kann ja nicht. Das heißt, irgendwie musst du da rankommen. Hä? Ja, aber ich kann nicht springen. Ja, aber. Wie soll ich das denn machen? Warte mal. Ja, geh doch mal auf die andere Seite. Mach erstmal das, was geht. Auf der anderen Seite. Okay, gut. Ich mach mal das, was geht auf der anderen Seite, ne? Weil ich kann nicht hoch. Also R2, weil ich habe ja keine Schubdüsen. R2 hat Schubdüsen. Ja, aber da oben ist ja Schrott, siehst du, der muss ja eingesammelt werden. Aber das ist ja ein R2 und kein BB-8. Aber ich kann nicht springen. Also so auf der Stelle ja, aber mehr nicht. Das ist ein Schalter. Fahrt ich so Plattform raus. Guck, also. Hier, ich drück A ist springen. Und wenn ich springen drücke, dann fällt er nach hinten runter. Okay, ja, keine Ahnung, dann muss ich gleich schon mal gucken. Ich sammle erstmal den Kram hier drüben. Wie komme ich weiter nach oben? Komme ich hier überhaupt weiter nach oben? Okay, nee, ich komme da nicht weiter nach oben. Hier kannst du. Ah, hier hast du Netze gebaut, okay. Yes. Was ist hier? Da ist auf jeden Fall noch was. Da muss ich auch da hinten ran. Ich kann halt nicht ran. Also ich kann mich halt nicht. Hier, das habe ich mal. Die Frage ist, warum BB-8 nicht hochspringen kann. Das weiß ich auch nicht. Weil ich drücke da springen. Weil A ist springen. Weil ich kann hier definitiv nichts machen, siehst du? Ja, ich kann mich halt ranziehen, aber ich kann halt nicht hochspringen. Ich kann auch, soweit ich weiß, nichts bauen. Ist hier vielleicht irgendwas, was man. Nee. Also irgendwie musst du was mit BB-8 machen können, wenn du da dran hängst. Die Frage ist halt was? Weil. Hier, also ich. Ja. Also so, hier, probier es aus. Probier es aus. Also ich kann nichts machen. Was hast du jetzt gemacht? A gedrückt. Einmal? Ja. Hast du irgendwie den Joystick nach vorne gemacht oder so? Kann sein. Mach das nochmal. Ja. Was hast du jetzt gemacht? Ich hab den Joystick ein bisschen in die Richtung gedrückt und dann A gemacht. Keine Ahnung, probier mal. Okay. Komisch. Ah, dann bräuchte ich nämlich da. Was ist da oben mit dem. Mit dem T-Fighter, der da noch ist? Muss man den irgendwie runter? Immer da kann ich auf jeden Fall noch hin. So. Jetzt muss ich schon wieder gucken. Das ist direkt Menü über. Ah ja, hier. Schmetterblaster!
Oh nein, oh nein. Hast du das? Ja, leider. Was ich hier mache? Ich fühle so viel Schmerz, wenn ich das sehe.